Hi und wieder mal willkommen zu Quick Mirror's Cooking Corner. Die Kochshow, in der niemand kochen kann oder kochen lernt und in der nicht mal gekocht wird. Denn wir backen heute Hagrids Felsenkekse. Als Kind liest man Harry Potter, dem im ersten Buch von Hagrid steinharte Plätzchen und in den späteren Büchern Felsenkekse angeboten werden, an denen er sich die Zähne ausbeißt und man denkt, Felsenkekse, sowas gibt's doch gar nicht. Nur um dann als erwachsene Person festzustellen, dass diese Dinge überhaupt nicht ulkig ausgedacht sind, sondern einfach nur typisch britisch. Sie heißen im englischen Original nämlich Rock Cakes. Die gibt's wirklich, es gibt nur keine deutsche Übersetzung dafür. Es ist ein Gebäck, das zu Tee gereicht wird. Sie sind nicht rund und platt und schön wie normale Kekse, sondern klobig und klumpig wie kleine Felsen. Und angeblich so simpel, dass selbst ein Kind sie backen könnte. Perfekt für mich. Ich orientiere mich an einem Rezept von der englischen Wikipedia-Seite. Es lautet wie folgt. 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter, die wir in weiser Voraussicht schon mal vorher aus dem Kühlschrank rausgenommen haben. 50 Gramm Zucker. Nur 50 Gramm. What the fuck? Ein Ei, das wir ganz vorsichtig auf ein Schälchen legen, damit es nicht wegrollt. Ein Teelöffel von altem Backpulver, was man irgendwo noch über hatte. 2 Esslöffel Milch, beziehungsweise ein kleines Tequila-Glas voll, das es gratis zu einer Tequila-Flasche gab, die ihr gekauft habt, obwohl ihr keinen Alkohol trinkt. Aber ihr wolltet unbedingt dieses kleine, niedliche Glas haben. Dann brauchen wir noch 150 Gramm Rosinen. Jetzt werdet ihr sagen, hey, Moment mal, das sind doch nicht 150 Gramm, das sind höchstens 20. Das sehe ich von hier. Und das sind doch keine Rosinen, sondern Cranberries. Willst du uns verarschen? Denkst du, wir sind bescheuert? Ich habe keine Rosinen da, okay? Ich weiß, das ist zu wenig. Darum nehme ich als Ersatz jetzt noch diese super glitschigen Feigen. Und weil das immer noch nicht reicht, nehme ich noch diese Walnüsse, die ich überhaupt. Man kann alle möglichen Trockenfrüchte oder Nüsschen nehmen. Ich stelle mir vor, dass Hagrid auch allen möglichen Scheiß, den er so in der Küche findet, reinhaut. Zum Beispiel diese Schokodrops. Zu guter Letzt benutzen wir noch Gewürze unserer Wahl. Zum Beispiel dieses Vanillegedöns und etwas Zimt, wo irgendjemand das Verfallsdatum von 2017 durchgestrichen und 23 drüber geschrieben hat. Ach, das ist nur Pulver, das ist noch gut. Et voilà, beginnen wir mit dem Zubereitungsprozess. Zuerst müssen wir den Backofen vorheizen, laut Rezept zwischen 200 und 220 Grad. Hör auf anzugeben, sag einfach 210. Das selbstverständlich ungesiebte Mehl und das lieblos drüber geschmissene Backpulver werden zusammen mit der Butter zuerst gemixt, so lange bis die Mischung zur Überraschung aller klumpigen, butterigen Mehl ähnelt. Dann kommt der Zucker und das Ei. Mix, mix, mix. Hui, noch mehr Klumpen. Sieht aus, als würde Flüssigkeit fehlen. Hier kommt die Milch ins Spiel. Dann der Vanilleshit und ein Hauch Zimt. Ups, ups. Das ist abgelaufen, das schmeckt sowieso nach nichts. Mix, mix, mix. Wenn der Teig am Ende nicht mehr klumpig ist, sondern als feste Masse an allem klebt und eure Mixeraufsätze aussehen wie zwei gigantische Chicken Wings, dann hat er die richtige Konsistenz. An dieser Stelle merkt ihr, dass die klebrigen Feigen, die ihr als Notersatz für die Rosinen nehmen wolltet, viel zu groß sind, weshalb ihr das dunkelste Messer nehmt, was ihr finden könnt, um alles in kleine Stückchen zu schneiden, die noch viel klebriger sind. Die Trockenfrüchte und die Nüsschen und sonstige Backzutatenreste, die ihr loswerden wollt, werden zum Schluss nur noch untergehoben. Benutzt dafür am besten einen Löffel. Benutzt einen Löffel, okay? Benutzt einfach einen Löffel, von Anfang an. Gottverdammte Scheiße. Kein Rezept ist vollkommen ohne die Geheimzutat Wut. Einfach Wut! Jetzt, wo der Teig fertig ist, könnt ihr ihn in ungefähr 12 kleine, unförmige Felsen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech matschen. Das Ganze wird 15 Minuten lang gebacken, bis es goldbraun ist. Oder nur braun. Aber zumindest nicht schwarz. Die Felsenkekse sind leider nicht ganz buchgetreu. Sie sind nicht steinhart, sondern weich. Der wenige Zucker fällt nicht auf, weil das Trockenobst genug Süße hat. Und ganz ehrlich, ernsthaft, wenn ich ehrlich bin, die Kombination Feigen und Walnüsse, holy shit! Oh boy, Mamma mia, es ist gut. Ich war richtig überrascht. Scheiß auf Rosinen, Mann. Und Fun Fact, beim abendlichen ausgewogenen Dinner habe ich festgestellt, die Felsenkekse sind von einer Frikadelle kaum zu unterscheiden. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachbacken.